Hi zusammen, hier ist Micho, hier ist Pavel und wir sitzen jetzt abends auf einer Bank, wer sieht. Ja, aber das ist nicht das Thema heute. Das Thema ist heute mehr so Abend. Ja? Abend und alles, was nach dem Abend kommt. Bleibt dran. Einige haben schon danach gefragt. Jetzt haben wir geliefert. Ja. Jetzt haben wir geliefert. Für alle Liebhaber der Nachtfotografie haben wir jetzt unsere Presets gemacht. Für Lightroom, für Camera Raw, ja. Für Lightroom Classic, ja. Für Lightroom auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Und jetzt schnallt euch an. Ja, gut, also ich mache jetzt gerade die Spannung und du schweigst. Warum? Weil ich das genieße. Ach so. Naja. Nein, ich meine, die Tage werden jetzt kürzer. Die dunklen Anteile am Tag, ja, bei 24 Stunden, es wird mehr. Das heißt, eigentlich jetzt beginnt so die Saison, wo man im Prinzip nachmittags rausgehen kann. Die Stadt ist noch lebendig und es ist aber schon dunkel und überall funkeln die Lichter. In der Natur dann analog. Das heißt, man bekommt zu christlichen Zeiten schöne, intensive Nachtfotografiebilder. Und dabei ist uns aufgefallen, wir haben zwar mit Marmeladisierungspresets eigentlich einen großen Wurf hingelegt, der, und das verstehen wir bis heute noch nicht, von niemandem sozusagen kopiert wurde, aber sei es drum. Ist auch gut so. Ja, aber also das hat schon mal gezeigt, was man mit Presets auf den verschiedensten Geräten erreichen kann. Und es waren noch ein paar Presets dabei, wenn man so ein bisschen aufhellen kann. Ne? Dunkle Aufnahmen ist beim Marmeladisieren sowieso immer ein bisschen besser. Aber wenn man speziell über Nachtfotografie nachdenkt, dann unterscheiden sich diese Nachtfotografiebilder dann doch immer ein kleines bisschen von den normalen Dämmerungsaufnahmen. Der Himmel ist, na gut, bei blauer Stunde ist er blau, aber danach wird es halt schwarz. Und da ist dann nicht mehr viel zu sehen. Und wer nicht auf dieses Nachtschwarz steht, dann wird es dann schon ein bisschen tricky, das entsprechend zu bearbeiten. Die Lichter sind normalerweise sehr grell. Und bei den Mitteltönen, da muss man dann auch ein bisschen zaubern. Also sehr spezielle Anforderungen. Und sobald ich dann anfange, hier und da ein bisschen aufzuhellen, dann gehen mir die Lichter kaputt. Bringe ich da wieder mehr Kontrast rein, gehe mir die Schatten wieder kaputt. Aber grundsätzlich muss ich eigentlich aufhellen. Und wenn ich aufhelle, dann haben wir das große Problem des Rauschens. Einmal das Farbrauschen, wenn ich zu viel mache, und Luminanzrauschen. Und die Aufnahme geht dadurch kaputt. Und man muss dann natürlich gegensteuern. Und nicht einfach mal mit einem Preset, ach, ich gehe mal, oder einfach in Details und schiebe den Rauschenregler nach rechts. Das ist eine globale Anpassung, die für das ganze Bild gilt. Aber was ist, wenn ich jetzt in den Schatten und in den Mitteltönen nochmal aufhelle? Dann steht ja dadurch auch wieder Rauschen. Also muss man eigentlich im gleichen Schritt da nochmal Rauschen sozusagen reduzieren. Das heißt, sehr, sehr spezielle Anforderungen. Und die wir jetzt mit unserem neuen Paket Presets für Nachtfotografie gelöst haben. Und es soll auch Spaß machen. Also das ist nicht das klassische Preset-Paket. Ich klatsche eins drauf und dann, naja, passe ich noch ein bisschen an. Du hast noch was vergessen, ja. Damit ihr nicht denkt, dass ich nur aus Dekorationszwecken hier sitze. Aber nein. Ja? Nein, also. Ja, eben ist, war ich noch zu still. Nein, es ist auch so, also unsere Entrauschen-Presets, also ja. Die sind dynamisch. Das hast du vergessen. Ja? Das stimmt. Ja? Also erstmalig haben wir in einem Preset-Paket. Gut, ich habe am Anfang auch gedacht, was soll das Feature? Ich glaube auch nicht, dass es jetzt sozusagen das beste Feature ever ist, aber man kann mit der neuen Version von Lightroom Presets anlegen, die in zum Beispiel jetzt in diesem Fall in Abhängigkeit des ISO-Werts der gemachten Aufnahme dann entweder viel oder wenig entrauscht. Und das wiederum hat den Vorteil, wir brauchen quasi nur ein Preset. Dieses Preset, wenn ihr es anwendet, schaut dann bei der Aufnahme, welchen ISO-Wert habe ich. Und in Abhängigkeit davon wird dann entsprechend der Regler für das Entrauschen, Farbrauschen, Luminanzrauschen entsprechend gesetzt. Und das ist intelligent. Das ist der einzige globale Preset. Ja?
andere Presets. Das stimmt. Also das sind genau klassische, wie bei unseren Marmeladisierungspresets, ja, wie bei Sky Deluxe Presets. Also da arbeiten wir natürlich mit selektiven Korrekturen. Also ja, es gibt immer drei Presets, mhm, die ihr gleichzeitig anwenden könnt. Das einmal mit Verlaufsfilter, einmal mit Pinsel und einmal mit Radialfilter. Mhm. Also es funktioniert im Prinzip ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt auf die Nachtaufnahmen abgesehen haben. Wir haben das schon bei vielen Workshops festgestellt. Also Leute zeigen uns ihre Bilder, die sie nachts aufgenommen haben. Also technisch alles gut, also Schärfe sitzt, Motivauswahl ist auch super. Aber die Farben, die sind irgendwie noch nicht gar. Ja? Mhm. Und das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir ändern, weil man kann mit diesen Presets die Farben reparieren. Ihr habt wahrscheinlich schon festgestellt, ihr geht in die Stadt oder sonst irgendwo hin, wo Laternen stehen. Und dann fotografiert ihr abends und Laternen werfen so ein hässliches gelbes Licht. Ja? Und alles ist orange. Alles. Alles ist orange, ja, und es sieht wirklich nicht lecker aus. Und deshalb, also diese Sachen gehören jetzt der Vergangenheit an. Mit einem Klick kann das repariert werden. Und dann nachts, wir waren jetzt zum Beispiel in Dresden, das war super toll. Mhm. Ja, wir waren vor ein paar Jahren in Tokio, gut, in anderen Städten auch. Und wenn man das alles sieht nachts, dann hat man schon so ein Kopfkino. Ja? Mhm. Es sieht aus wie so ein Film. Man steht da und genießt das und dann guckt man die Fotos an und denkt, ach nee, also doch nicht so. Ja? Ja. Und mit diesen Presets kommt ihr näher an das, was ihr empfunden habt beim Fotografieren. Ja. Ja? Und das mit drei Klicks. Also man kann zum Beispiel die Lichter aufbessern, man kann dunkle Bereiche vielleicht in Cyan oder in Blaue ziehen. Und das sind die Unterschiede. Ja? Also das heißt, ihr nehmt diese drei Presets, ihr guckt, okay, also das passt schon mal. Ihr bekommt einen bestimmten Farblook. Ihr seht wahrscheinlich oft die Fotos bei Facebook, bei Instagram, bei anderen Social-Media-Plattformen. Die haben so einen ganz bestimmten magischen Look. Also wir nennen das Insta-Look. Ja? Wir haben auch mal was dazu gemacht, aber ja, das ist so. Das ist jetzt was anderes. Ja, klassisches Preset und damit Preset-Einheitsbrei, weil das halt genau diesen einen Look und nichts anderes produziert. Ja. Aber jetzt hier bei unseren Presets, dadurch, dass ihr ein V-Preset, ein R-Preset, ein P-Preset kombinieren könnt, plus das Entrauschungs-Preset, dann entstehen, rein theoretisch natürlich, bis zu 2100 Kombinationsmöglichkeiten. Das heißt, es geht nicht darum, mit einem Preset diesen einen Look zu generieren, sondern ein persönliches, individuelles Ergebnis zu erzielen, was handwerklich, qualitativ immer noch hochwertig ist, weil eben nicht so viel Rauschen zu sehen ist, alles scharf ist und Farben drin sind. Und wenn jemand sagt, oh, ich bin ein realitätsverbundener Fotograf, gut, dann und wenn es orange war, nicht, ja, aber wobei, ja, wenn es orange war, alles, dann lasse ich alles orange. Das wird A, schnell langweilig und B, dieses Licht ist sowieso künstliches Licht. Und wenn das Licht eh künstlich war, was die Nachtfotografie an der Stelle dominiert hat, dann kann ich dieses künstliche Licht auch gerne verfremden und umfärben. Warum ja, nicht? Ja, natürlich, ja, natürlich. Da kann man aus einem Foto mit künstlichem Licht ein Kunstwerk machen. Genau. Ja? Und dafür sind diese Presets da. Ja. Und wundert euch nicht, wenn ihr diese Presets anwendet, also P, V und R, also ja, wenn ihr diese drei Presets angewendet habt, ihr zoomt in das Bild rein, es kommt Rauschen. Aber das ist das, was Micho schon am Anfang gesagt hat. Es gibt ein globales Preset, was Rauschen minimiert. Und jede Korrektur, die wir in Camera Raw machen oder in Photoshop oder auf dem mobilen Gerät, wenn wir ranzoomen, klar, also jede Korrektur zieht Rauschen nach sich. Wobei jedes Preset für sich noch mal ein bisschen Rauschen reduziert. Ja, ja, also das auf jeden Fall. Es beruht nicht nur auf diesem einen einzigen Entrauschen-Preset. Ne? Ja, ja. Und nicht nur das, also quasi dieses Preset mit Entrauschen, das ist quasi nur der Anfang. Ihr könnt dann natürlich mehr ins Detail gehen und sagen, okay, das ist mir zu viel oder zu wenig. Da könnt ihr mit den Regeln Detail, Radius und Betrag ein bisschen variieren, auch mit Luminanzrauschen, Farbrauschen. Da geht alles noch. Ja? Mhm. Und deshalb, ihr seid jetzt nicht gebunden, also euch sind die Hände nicht gebunden. Ihr könnt natürlich reingreifen. Ja. Ja. Und es werden keine Standardregler in Lightroom angepasst. Jetzt mit Ausnahme dieses Entrauschen-Presets, aber alle anderen Regler, HSL, Lichter, Schatten, Dynamik und also so weiter, sind unberührt. Genauso wie bei der Marmeladisierung auch und bei den Farbharmonien auch. Alles so wie gehabt. Und ihr könnt immer noch
alles machen und natürlich könnt ihr die Deckkraft bei den Presets auch entsprechend anpassen. Das ist aber Standardfunktionalität, aber dieses Feature, dass Standardregler in Lightroom nicht angepasst werden, das ist einzigartig und gibt es im Prinzip nur bei uns. Ja, jetzt haben wir viel erzählt, das ist Theorie. Ja. Jetzt könnt ihr das auf ein paar praktischen Beispielen sehen. Dann könnt ihr euch selbst überzeugen, was diese Presets können. Also Film ab. Da wären wir bei unseren Nachtfotografie-Presets. Und was ihr hier seht, sind ein paar der Beispielbilder, die in dem Paket drin sind. Und wir werden uns jetzt zwei oder drei rauspicken und die mit den Presets bearbeiten, damit ihr seht, was geht. Ein Beispiel davon werden wir in Lightroom machen. Das, was ihr hier seht, ist Lightroom Classic. Das läuft nicht auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Deswegen werden wir am Schluss ein Bild in Lightroom bearbeiten. Das läuft überall, von Desktop, Tablet bis hin zum Smartphone. Und dann habt ihr beide Welten gesehen. Gehen wir zuerst einmal nach Las Vegas und nehmen ein Bild aus dem Venetian Casino und wechseln zum Entwickeln-Modul. Da wären wir und die rechte Seite, die lasse ich eingeklappt, weil, wie gesagt, die normalen Regler werden nicht verändert. Ganz am Anfang gehen wir hier erst einmal auf Entrauschen und Nachschärfen adaptiv. Hier wird in Abhängigkeit vom ISO-Wert entsprechend entrauscht. Dazu klappe ich ganz kurz mal die rechte Seite nochmal auf. Und wenn wir jetzt hier auf die Details gehen, dann seht ihr, das ist schon vorausgefüllt. Aber wie gesagt, in Abhängigkeit vom ISO-Wert hier ISO 800. Auf der linken Seite haben wir die ganzen Presets, die sind in drei Kategorien aufgeteilt. Auf der einen Seite haben wir V-Presets, die enthalten einen Verlaufsfilter, der über das ganze Bild geht und mit einer Bereichsmaske eingegrenzt ist. Die V-Presets gehen auf die Schatten, dann haben wir die R-Presets, die enthalten einen Radialfilter, der über eine Bereichsmaske eingegrenzt ist und das geht dann auf die Mitteltöne. Und abschließend haben wir die P-Presets, die nehmen einen Pinsel, gleiches Prinzip und die fokussieren ausschließlich auf die Lichter. Und so könnt ihr eine Kombination finden, die genau exakt für euer Bild passt und euren Geschmack widerspiegelt, weil die Presets hellen nicht nur auf, sondern färben auch ein. Wir haben drei Grundfarbrichtungen, einmal Orange, dann Blau und Lila. Das sind so die typischen Farben, die wir bei der Nachtfotografie haben oder haben wollen. Und wenn man nicht umfärben möchte, dann gibt es Presets, die haben Grau oder Schwarz im Namen und da weiß man, okay, es wird entsprechend nur aufgehellt und gleichzeitig immer auch entsprechend das Rauschen reduziert. Fangen wir hier an und hier würde ich ganz gerne von diesem matschigen Gelb weg oder von diesem matschigen Orange, gehen wir dazu runter und nehmen hier zum Beispiel Shadows Purple. Das eliminiert quasi das Gelb-Orange, was wir haben, und es kommt so ein ganz, ganz leichter Lila-Ton rein. Es wird gleichzeitig aufgehellt und das sieht jetzt schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich möchte aber diesen Blauton noch verstärken und deswegen gehen wir bei den Mitteltönen auch in den blauen Bereich. Ich nehme jetzt hier was ganz Aggressives und zwar Crisp Neon Blue Midtones und dann gehen alle Lichter im Bild an und sämtliches Orange ist mehr oder minder aus dem Bild verschwunden. Abschließend werde ich die Lichter noch ein bisschen runterfahren über ein Preset und gleichzeitig in den blauen Bereich schieben. Hier nehmen wir P Cold Lights und das seht ihr insbesondere hier in der Mitte. Da werden die Rottöne entsprechend abgeschwächt, weil blaue Farbe dazu kommt und wir haben so ein schönes Bordeaux-Rot. Und es passt super zum Rest des Bildes. Und damit sind wir fertig. Wie gesagt, die normalen Regler werden nicht angefasst. Und wenn ich jetzt hier auf den Vorher-Nachher-Vergleich gehe, dann haben wir einen absolut krassen Unterschied im Bild, den ich natürlich noch mit den normalen Reglern in Lightroom jederzeit verfeinern kann. Wenn ich möchte, und das gilt für alle Presets, wenn ich jetzt hier in einem Bereich zu viel habe oder zu wenig, dann kann man immer noch über die Effektregler auf der rechten Seite dann einfach die Deckkraft reduzieren, brauchen wir jetzt hier aber nichts zeigen. Gehen wir jetzt nach Dubai, auch eine sehr schöne Nachtaufnahme, aber es war halt spät und der Himmel ist schwarz. Gucken wir mal, was wir dort erreichen können. Da wären wir und was ich hier ganz gerne hätte, um ehrlich zu sein, wir haben unten so wunderschönes orangenes Leuchten entlang der Straße, das ist super. Hier haben wir das nicht mehr, hier würde ich ganz gerne einen anderen Farbton haben. Und oben dieses Nachtschwarz, da bin ich nicht so der Freund davon. Ich hätte ganz gern so einen leichten Blauschimmer im Himmel, obwohl es in der Originalaufnahme hier schwarz aussieht. Idealerweise dann hier orangenes Leuchten
Und auf dem Übergang zum Blau im Himmel wäre hier eigentlich dann Lila die beste Wahl. Gehen wir hoch zu dem ersten Preset und entrauschen hier erst einmal. Dann gehen wir runter und nehmen bei den V-Presets irgendetwas, was diesen warmen Farbton unten im Bild verstärkt. Also hier zum Beispiel V Soft Orange. Das sieht unten super aus. Oben, wie gesagt, das können wir noch korrigieren. Aber hier unten toll. Jetzt kümmern wir uns bei den Mitteltönen, das sind nämlich die ganzen Grautöne hier bei den Hochhäusern, um einen anderen Farbton. Gehen wir hier zum Beispiel in den Lila-Bereich, wie ich anfangs gesagt habe. Also Crisp Purple Midtones. Und das ist richtig knackig, hat nochmal eine ganz andere Färbung im Vergleich zur Straße und setzt sich damit auch viel deutlicher ab. Der Himmel ist jetzt besser, aber das kriegen wir auch nochmal besser hin. Hier möchte ich aggressiv einfärben im Himmel, um dieses Grau mit ein bisschen Lila-Ton quasi umzudrehen. Und hierfür haben wir ein paar blaue Stunden, P-Presets, und eins davon wird uns hier die blaue Farbe bringen. Gucken wir mal, was wir bei P nehmen. Ja, gehen wir auf Blue Lights. Und das ist genau das, was hier die Magie nochmal finalisiert. Schöner blau-schwarzer Himmel, leichter Übergang zu Lila, hier in den Hochhäusern unten immer noch dieses schöne rote Glühen auf der Straße. Perfekt. Schauen wir uns den Vorher-Nachher-Vergleich an. Voila! Himmelweiter Unterschied und auch hier nur mit 3 bzw. 4 Klicks. Gehen wir beim letzten Beispiel in Lightroom Classic nach Dresden und wechseln zum Entwickelmodul. Hier haben wir eine klassische blaue Stundeaufnahme. Himmel ist, naja, annähernd blau. Wir haben den Sonnenuntergang, die Sonne ist nicht mehr da, aber die Lichter der Stadt sind noch nicht in der Lage, unten genügend Licht zu spenden, damit wir eine ausgeglichene Lichtsituation haben. Auch das können wir hier ziemlich leicht korrigieren. Erster Klick immer auf das Entrauschen Preset und ich möchte unten diese warme Farbstimmung erst einmal wieder zum Leben erwecken. Und deswegen gehen wir jetzt hier auf Soft Orange wieder. Und das ist sehr hell. Super. Im Gegenzug möchte ich den Himmel abdunkeln und die blaue Farbe wieder zurückbringen. Hier brauchen wir für die Mitteltöne ein blaues Stunde-Preset. Gehen wir mal ein bisschen hoch und nehmen hier zum Beispiel Blue Hour Purple Sky. Das ist jetzt schon ein sehr krasser Look, Geschmackssache, aber ich möchte zeigen, was halt entsprechend geht. Und dann möchte ich hier auf der rechten Seite bei den Lichtern noch ein bisschen mehr gelbe Stimmung rüberbringen. Und da nehmen wir Blue Hour Warm Lights. Das haben wir hier. Und dann gibt es auf der rechten Seite ein bisschen wärmeren Farbton. Und auch hier, wir sind fertig. Das ist eine von ganz, ganz, ganz vielen Kombinationsmöglichkeiten. Mal abgesehen davon, dass ihr auf der rechten Seite bei den normalen Reglern immer noch alles machen könnt. Kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Wir füllen den Bildschirm aus und ihr seht diesen krassen Unterschied. Und rechts, das habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Wechseln wir jetzt zu Lightroom. Da wären wir und das ist ein Bild, das mag Pavel total gern, ich auch. Das war direkt nach dem Regenguss in Tokio, Jahre her die Reise, aber immer noch in guter Erinnerung. Und hier sieht man auch, bedingt durch die Tageszeit, zu der man fotografiert, nämlich Nacht, haben wir an sehr vielen Stellen dieses intensive Orange, was jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Und ich kann euch sagen, damals, es sah eben nicht orange aus. Dann lasst uns das gemeinsam ändern. Wie gesagt, das, was ihr hier seht, funktioniert genauso auch auf dem Tablet und auf dem Smartphone. Auf dem Tablet und auf dem Smartphone gibt es eine Ausnahme. Hier können wir alle 3 bzw. 4 Presets nacheinander anklicken und die werden sozusagen additiv auf das Bild angewendet. Wenn ihr euch auf dem Tablet befindet oder auf dem Smartphone, müsst ihr ein Preset anwenden, dann rausgehen und bestätigen, dann wieder reingehen und dann das nächste Preset anwenden. Nur so könnt ihr mehrere Presets anwenden, aber wenn man das weiß, das Ergebnis, die Handhabung ist exakt genau so. Hier wählen wir durchgängig blaue Farbtöne, um das Bild in einen anderen Bereich hinzuschieben, damit es auch bläulich aussieht. Gehen wir zuerst einmal auf Entrauschen und Nachschärfen. Dann bei den V-Presets wählen wir diesmal, würde ich sagen, Ultra Soft Blue. Das ist dann schon deutlich heller und wir haben gerade in den äußeren Bereichen halt diesen leichten Blauton schon mal.
Bei den Mitteltönen nehmen wir hier auch wieder Crisp Winter Midtones. Und jetzt strahlt die Stadt richtig schön bunt. Man sieht von Blau, Lila, Orange bis hin zu Grün alles. Und bei den Lichtern, da gehen wir auch nochmal in den kalten Bereich und nehmen hier P Cold Lights und dann ist unser Tokio-Bild fertig. Aber wie ihr rechts sehen könnt, alles ist unberührt auf der rechten Seite und ihr könnt immer noch alles machen. Aber hier links mit 3 Klicks alles fertig. Ich mache das hier mal zu. Dann gehen wir hier unten auf den Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher und nachher. Ein absolut himmelweiter Unterschied, ohne dass ich hier an Qualität einbüße. Jetzt habt ihr gesehen, es funktioniert tatsächlich. Also wir unsere Marmeladisierungspresets, Sky Deluxe Presets und diese Presets, also es funktioniert. Und ja. Das ist für euch, für alle, die Abendfotografie machen, ob das jetzt blaue Stunde ist oder kurz nach Sonnenuntergang. Also im Prinzip schon, es gibt blaue Stunde, es gibt rote Stunde. Ja? Rote, goldene. Goldene. Mhm. Also diese Presets könnt ihr natürlich auch anwenden. Ja. Und auch, wenn der Himmel schon dunkel ist, wir haben das jetzt zum Beispiel bei dem Tokio-Bild gezeigt, da war schon Nacht. Da war schon Nacht, es war dunkel, es waren nur künstliche Lichter zu sehen. Und ihr seht, was aus diesem Bild mit nur wenigen Klicks geworden ist. Ja, das sind jetzt unsere Presets mit der Nachtfotografie. Ja. Ja? Also im Prinzip eigentlich, ich will nicht sagen krönender Abschluss, weil das klingt so endgültig, aber Marmeladisierungspresets, Sky Deluxe, Farbharmonien und jetzt Nachtfotografie. Ich behaupte mal, das ist so die fetteste und innovativste Preset-Suite, die es gibt. Ja, weil wir gucken natürlich auch, was andere machen, also weltweit. Also wir sind jetzt nicht irgendwie eingesperrt und sagen, okay, wir machen nur unsere Dinge. Wir gucken natürlich, was in YouTube gezeigt wird und wir sehen, also auf die Idee ist noch niemand gekommen. Also wenn jemand Presets anbietet, dann sind das tatsächlich diese globale Regler. Ja, gut, damit kann man natürlich auch einige Farblooks kreieren und bestimmte Effekte erzielen. Aber mit 3 Presets gleichzeitig, ohne die globalen Regler anzufassen, also das ist natürlich viel geiler. Ich habe mal so eine Werbeanzeige bekommen. Ne? Die besten Presets ever, das sind die besten, schmeißt den ganzen Rest weg und innovativer geht's nicht. Ihr kennt diese Superlative, die gibt es bei uns eher selten. Aber ich habe dann angefangen auf Facebook diese Werbeanzeigen anzuklicken und ab und zu gab es dann, also seitdem ist meine Timeline auch mit diesen Werbeanzeigen quasi durchseucht. Da müsst du da durchseucht sagen. Aber also ich krieg mehrere pro Tag und von manchen Anbietern jeden Tag immer wieder Werbeanzeigen und E-Mails und alles. Es gab dann auch ein kostenfreies Preset-Paket, das man sich runterladen konnte. Ich habe gedacht, also nach den Versprechungen, die gemacht worden sind, vielleicht ist das eins, was genauso gebaut ist wie unser Zeug. Runtergeladen, in Lightroom importiert, angewendet, guck nach, Dynamik hoch, Weiß hoch, Schatten hoch und so auf dem Niveau. Das kann ich selbst. Sag ich jetzt mal so. Und das war irgendwas mit Award-Winning Presets, ja? Das stimmt. Award-Winning. Also ich möchte mal diese Award mal sehen. Also, das ist der Punkt. Ich habe noch nie gehört über Presets irgendwelche Awards. Vielleicht könnt ihr drunter schreiben, was das für Award ist. Das nicht, weil im Prinzip, wir hatten mal auch dieses Lügen mit Statistik. Ne? Also die besten deutschen Pfeife rauchenden YouTuber der Landschaftsfotografie über 50. Die haben uns mal Alkohol trinken. Genau, also das geht immer. Und Award-Winning ist so ein Füllwort, was man immer anwenden kann. Ja, das ist so typisch amerikanisch. Ja, great, amazing, fabulous boys. Wer von uns zwei hat einen amerikanischen Pass? Na, ich nicht. Wobei kulturell, gut, da ist nicht viel übrig geblieben, sei es drum. Also, schaut es euch an und schaut euch gerne auch das Video nochmal an, wie die Sachen funktionieren. Wer Marmeladisieren schon kennt, Sky Deluxe oder Farbharmonien, es ist im Prinzip ein Superlativ, die perfekte Ergänzung, weil der Baustein hat noch gefehlt. So, jetzt reicht aber. Ja. Also, jetzt darf ich wieder still sein. Jetzt darfst du still sein und ich werde jetzt kommerzielles Schwein raushängen lassen. Na, also die ganzen Infos zu diesen Presets sind unter dem Video und natürlich Link zu dem Shop, wo ihr diese Presets kaufen könnt
Also das ist auch hier unten drunter. Also ich bin eigentlich absolut nicht kommerziell, das ist immer Micho sein Part, aber heute habe ich es übernommen, damit es euch leichter fällt, diese Presets zu erwerben. Boah. War das böse? Das war unterschwellig. Unterschwellig. Und, super deshalb, lief und deshalb verzichte ich jetzt auf meine Ansage, dass ihr bei uns im Shop vorbeischauen solltet. Also ich denke, das reicht jetzt mit kommerzieller Note. Ich würde jetzt nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Channel, werdet Mitglieder in unserem Channel, weil Mitglieder bekommen immer mehr. Ja? Und ansonsten seid brav, macht hübsche Bilder, bearbeitet diese Bilder mit unseren Presets oder mit euren Award-Winning-Presets. Passt in der Dunkelheit der Nacht auf. Genau, und vergesst nicht, Oma und Opa zu grüßen. Ciao. We'll be right back.